Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution, dann wollen wir mal wieder. Ah, diesmal hat er gar nichts zu sagen, der kleine Knirps. Hey, mach mal auf. Sesam, öffne dich. Kann ich hier was machen? Hallo? Da ist, glaube ich, eine Portalfläche. Ja, da komme ich ja durch. Ja. Pretty close to our goal. Don't die now. Ich gebe mein Möglichstes. Versprechen kann ich nichts. Vor allem, wenn das hier wieder so anfängt. Da ist eine Regendusche. Was soll ich denn hier noch alles lösen? Ich glaube, das ist auch Teil des Spiels, aber trotzdem. So. Was haben wir denn? Wir haben da oben irgendwas. Das irgendwas ist doch schon mal gut. Damit kriegen wir ein bisschen Fallhöhe hin. Könnte jetzt reichen, dass wir, wenn wir hier runterhüpfen, da auf die andere Seite kommen. Probieren wir es einfach mal. Probieren geht über studieren. Okay, da wird dann ein... irgendwas, ein Würfel oder eine Sphäre fallen gelassen. Ein Hüpfwürfel! Muss ich den einfangen? Oh, er ist zu mir gekommen. Den muss ich durch die Regendusche führen. Das putzt den ja ab. Und wie mache ich das? Rüberhüpfen geht nicht. Wenn ich hier draufstehe, was passiert denn? Okay, ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. So, wie komme ich denn geschickt wieder rüber? Hier ist eine Portalfläche, die hätte ich vorher sehen müssen. Wir probieren es mal. Komm hier, nein! Hat er sich selbst gereinigt oder ist er jetzt kaputt? Glaubt, der ist kaputt. Wir probieren es nochmal. Das Portal ist richtig gesetzt. Komm hoch, kleiner Freund. Komm hoch. Hui. Tja, ich bin runtergefallen. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Aber ich glaube, den Teil habe ich jetzt in meinem Gehirn theoretisch schon gelöst. Jetzt mangelt es an der praktischen Umsetzung. Sky, finally, we're back. We're getting pretty close to our goal. Don't die now. Das sollte doch schon da oben sein. Na gut, da nochmal dasselbe in Orange. Einmal hier rüber. Ein Portal hier reinsetzen. Diesmal nicht in das giftige Wasser fallen. Ich hätte das blaue Portal auch da hinsetzen können. Dann wäre es direkt zum Orangen rausgekommen. Ich mag das Risiko. So. Wir versuchen es jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Verstand. Also. Mit Verstand klappt es ja ab und zu. Nicht oft, aber ab und zu habe ich doch mal einen guten Gedanken. Das muss auch sein. So. Was braucht man denn noch? Ich schau offen. Wir dürfen auf jeden Fall... Oh. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, das Spiel will von mir, dass ich von... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Spiel von mir will. Nur so sieht das wieder so giftig aus unter mir. Das will ich natürlich nicht riskieren. Das ist jetzt natürlich die nächste Frage. Wir können von hier nach da springen. Und während wir das machen, müssen wir wahrscheinlich das blaue Portal umsetzen und da drüben hinmachen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Wir versuchen das einfach so. Zur Not sterben wir halt. Ist auch in Ordnung. So. Ach, das war ja gerade nicht, dass ich wollte. So. Das müsste klappen. Jetzt setzen wir eins hier hin, ein orangenes, hier ein blaues. Das heißt, wir müssen eigentlich das orangene nachziehen. Wir müssen das orangene nachziehen. Hui. Hui. Und jetzt müssen wir das blaue nachziehen. Ah. Okay, das braucht noch einen Anlauf.
Moment mal. Irgendwas ist hier schiefgelaufen in meiner ach so guten Taktik. Also blau, orange hier. Blau bringt da gar nichts, sondern bringt da was. Jetzt müssen wir ein orangenes Portal da hinsetzen. Dann ein blaues da. Wir machen es live. Blau. Oder hätte ich das andere nachziehen müssen? Orange. Orange. Okay. Lass mich mal überlegen. Yes. Wir kriegen es hin. Keine Sorge, ich muss nur die richtige Orientierung beibehalten. Okay, ich hab's gleich. Wir müssen das blaue Portal dahin kriegen. Ja, hat doch geklappt. It's always refreshing to see chambers where the goal is to clean up the gels. They encourage you to smear it all over the place. Especially anywhere I can't reach. Tja, deswegen bin ich hier ja der Aushilfshausmeister geworden. So, das war, glaube ich, die letzte Testkammer vorm Turm. Wurde mir zumindest versprochen. Da bin ich mal gespannt. Oh, ganz schön helles Display noch dafür, dass es so kaputt ist. Und noch ein Vöglein. Sehr schön. Ich wollte hier noch die schöne Atmo genießen. Ist nicht oft, dass mein Portal an die Oberfläche kommt. So, da ist eine Portalfläche, hier auch. Oh je. Oh je, dann geht's wieder nach unten, so wie es aussieht. Weiß nicht, ob das jetzt der richtige Call war. Kann ich hier überleben? Ja. Geht überraschend gut. Ist dann wohl nur die Kläranlage und nicht das ganz toxische Zeug. Strom funktioniert hier ja auch noch, zumindest halbwegs. Ist das nicht schön? Paar Roboterleichen. Was auch immer das ist. Sieht aus wie ein großer Hut. Eine Portalfläche da. This End Up. Okay, das ist nur für die Kisten. Ach, da sind ja die Hüte. Das scheinen Trichter oder irgendwie sowas zu sein. Ich schätze mal nicht, dass ich hier weiter soll. Eine Portalfläche habe ich hier, die andere da. Dann wollen wir die auch mal nutzen. So. Okay, die Tür funktioniert automatisch. And so close to the finish line, another chamber. Well, I don't see any way to help you here. You'll just have to do it the old-fashioned way. Und ich dachte, wir haben genug gekammert für heute. Das sieht ja fast aus wie die Kammer des Schreckens hier. Bis auf die Riesenspinne, die fehlt. Aber vielleicht kommt die ja noch. Okay, das ist schon mal weg. Und was hat es sonst noch gemacht? Keine Ahnung. Ist da oben Würfel? Nee, das ist nur ein... Da ist vielleicht der Würfel. Achso, du funktionierst ohne Strom nicht. Warum auch? Aber wir haben ein blaues Portal drin. Das heißt, mit dem orangenen können wir uns jetzt bewürfeln. Na also. So, dann machen wir das wieder aus. Schön, dass es einfach einen Schalter gibt für die Dinger. Der wäre sonst auch noch sehr hilfreich gewesen. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich wieder anmachen. Sobald der platziert wurde. Nee, das hier... Okay, da geht es auf jeden Fall noch lang, aber wir müssen ja irgendwie da reinkommen. Und hier oben ist zumindest... Könnte ich da ein Portal durchschießen? So hoch bin ich ja gar nicht. So, ich weiß leider nicht, was das hier arg macht, außer dieses Feld da kaputt zu machen, auszuschalten. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da oben hin, damit ich mein Portal durchschießen kann? Wäre natürlich auch eine Frage, ob mir hier einfach...
einen Würfel gegenschießen lassen müssen, damit die Wände kaputt gehen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Zumindest gab es das mal in den früheren Portals. Ich meine, das können wir ja noch probieren. Ist ja kein Schaden, wenn wir... Nee, ich kann die gar nicht hier fallen lassen. Ich kann die gar nicht da fallen lassen. Da ist keine Portalfläche weiter unten. Okay, und die ist irgendwie kaputt, die Fläche hier. Ah! Tja. Hätten wir auch früher sehen können. Beziehungsweise... Okay, ne, passt. Kann man einfach durch. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass das nicht klappt. Ich habe das Gefühl, wir hätten unseren Würfel mitnehmen sollen. Hab so das Gefühl, wir hätten einfach unseren Würfel mitnehmen sollen. Der macht das Ding zwar auf und jetzt haben wir da ein Portal drin. Das heißt, wir nehmen den jetzt einfach mit, stibitzen ihn. Dann sollte sich die Tür da zumindest schließen. Den legen wir fachmännisch mal beiseite. Machen den Strom wieder an und dann haben wir den Würfel auf der richtigen Seite der Wand. Und ja, jetzt ist die Tür zu. So oder so ähnlich war das, glaube ich, gedacht. Dann können wir einfach den Würfel fachmännisch umverteilen. So. Jetzt kann ich springen. Irgendwie. Hui. Ja. Das war nicht so geplant, sondern so ähnlich. Müssen wir mal schauen. Sehr schön. Kammer auf die altmodische Art gelöst. Na, die Tür wird nicht funktionieren. Die sah schon so unkooperativ aus. Jetzt ist die Frage. Das sieht hier auch nicht unbedingt so kooperativ aus. Habe ich was verpasst? Habe ich was vermasselt? Braucht man hier noch was? Vielleicht war das noch nicht die ganze Lösung. Kann man noch eine Stufe hoch? Sehr seltsam. Finde ich gerade sehr seltsam. Vielleicht da oben irgendwas, was ich nicht sehe. Achso, wir haben Portalflächen da und da. Die habe ich nicht gesehen. Hui. Runter ist eine schlechte Idee in den Spielen generell. Aber ein bisschen springen müssen wir wohl. Hui. Na, ein Glück hat das gereicht. Hätten ja auch nur die Birne stoßen können und dann wären wir draufgegangen. Halfway there. Well, at least it's a good view. Life gets a bit claustrophobic down in the facility. Ich frag mich warum. Ich frag mich echt warum. Wir könnten doch schönes Oberflächentraining machen. Verlegen wir das Testen nach draußen. Muss ich da runter? Weiß ich nicht, aber es lockt mich magisch an. If this isn't the last chamber, I'm going to assume you're doing this just to mess with me. Keine Sorge. Ja, probieren wir's, oder? Auf gut Glück. Hui. Gut Glück funktioniert eben manchmal auch. Oh, ein Würfel. Den habe ich gefangen. Der muss jetzt da hinten hin. Wie schafft er das? Durch ein Portal. Das heißt, dass... Ein Portal. Das heißt, das Orangene muss eigentlich bleiben. Frage ist, ja, mit dem Blauen, also... So stelle ich mir das in einer perfekten Welt vor, dass wir das einfach jetzt aufs Katapult legen können. Aber das ist leider keine perfekte Welt so. Das blaue Portal ist jetzt da. Jetzt müssen wir eigentlich wieder hoch und den Knopf drücken. Das ist doch was Schönes. Wir haben hier auf jeden Fall ein Power-Ding. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was es bringt, aber wir konnten es umschalten. Vielleicht ist es diesmal ja nur zur Verwirrung da. Also wir können auf jeden Fall nach der... Achso, nee, können wir nicht.
Achso, ich verstehe. Der Würfel muss hier durch, da hoch. Liegt da, dann müssen wir Power ausmachen. Okay, das kriegt man hin. Jetzt würde ich sagen, orangenes Portal nach da. Würfel, viel Spaß. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich denke mal, der ist angekommen. So, wir sollten wahrscheinlich wieder da nach oben. Würfel liegt bereit. Dann müssen wir kurzerhand die Power ausmachen. Ist, glaube ich, der nächste richtige Schritt. Dann ist das Feld da weg. So, dann wird das jetzt hoffentlich relativ schmerzfrei funktionieren. Es funktioniert nicht schmerzfrei, da war eine Pfütze. Ja, ich habe so langsam auch das Gefühl. Ach, das war mal ein Fehltritt. Okay. Würfel kriegt man nicht einfach. Wäre die scheiß Glaswand da nicht, wäre das Rätsel kinderleicht. Da sie da ist, haben die sich gedacht, wir machen mal was Tolles. Okay, blaues Portal da. Orangenes Portal da. Den Würfel kriegt man zumindest an seine angedachte Stelle. Wenn ich mir das jetzt so ansehe. Gut, wie kriegen wir uns an die angedachte Stelle? Ich kann hier schlecht durchschießen. Ah, das hat geklappt. Weiß nicht, ob das Absicht war. Jetzt könnten wir theoretisch... Was können wir machen? Nix. Doch, wir können die Power ausmachen und den Würfel umlegen. Also, das probieren wir jetzt mal. Power aus. So war das ja ungefähr am Anfang von mir auserkoren. Die Katapulte werden jetzt aber auch nicht funktionieren, oder? Was machen wir denn? Okay, die Power muss irgendwie erst im Schluss aus. Ich muss auf jeden Fall darüber und den Würfel jetzt irgendwie reinbekommen. Probier mal. Ne? Wo ist denn das andere Portal? Achso, da oben. Ja, da darf es nicht sein. Machen wir es mal dahin. Ja. Die Pfütze sollte beleuchtet werden. Ach. Ich glaube, aktuell messe ich mehr mit mir selber. So, was können wir denn machen? Also Würfel lege ich fast meine Hand ins Feuer, dass das der richtige Würfelplatzer ist. Yay. So weit waren wir schon dreimal. So, wenn ich jetzt darüber gehe, bringt mir das überhaupt gar nichts. Die Power muss... Was denken sich die Leute denn hier? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Ich habe doch keine Ahnung mehr. So, wir probieren es trotzdem. Wir geben hier auf keinen Fall auf. Zumindest noch nicht. So, welches Portal? Ein orangenes dahin. Dann gehen wir doch mal zum Würfel. Ja. Wieso bin ich denn jetzt verreckt? Hat das nicht rübergereicht? Hä? Er hat es doch hier platziert, soll doch... Hä? Ich bin irritiert. Egal. Es macht Spaß, wir versuchen es einfach nochmal. Würfel! Hui! So. Und jetzt ich. Auch hui. So. Achso. Ich habe mich gegen die Wand geschleudert, oder? Also orangenes Portal hier. Blaues Portal da. Das sollte doch jetzt klappen. Ja, ich glaube, letztes Mal habe ich einfach was falsch gemacht.
Gut. Das ist aber dasselbe Problem wie vorher. Ich muss irgendwie schaffen, Scheiß Strom auszustellen. Und aber immer noch ein Portal hier in Reichweite zu haben, dass ich hier rüberkomme. Wie? Wie stellst du dir das vor, Spiel? Kann doch nicht beides haben. Oder kann man hier irgendwie leicht beschummeln? Irgendwie einen Schuh ausziehen und darauf legen? Nee, das wird nicht funktionieren. So, wir haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir könnten natürlich hier wieder ins Säurefass, ins Säurebecken fallen. Das ist aber nicht sehr empfehlenswert gewesen. Wenn wir das hier ausmachen, ist Strom halt aus. Da funktioniert kein Katapult mehr, egal wie ich, wie sehr ich auch bettel. Können wir irgendwie, haben wir eine hohe Höhe? Ich weiß, das ist ein schöner Satz, aber halbwegs ernst gemeint. Wir könnten natürlich jetzt nochmal versuchen, den Würfel... Ja, aber wenn der Würfel dahin gehen würde, hätte man ja gar kein Problem, wenn man da oben hinkommt. Ich könnte natürlich versuchen, hier zu springen, aber das wird nicht funktionieren. Ich bin hier tatsächlich gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich fange bald an zu weinen, weil das Denken so weh tut. So, nochmal. Langsam und überlegt handeln. Wenn wir dagegen klatschen, klatschen wir dagegen. Wir können natürlich das so machen, dann landen wir auf der Plattform. Dann müssen wir aber ganz schnell den orangenen Dinger verlegen und dann hat uns das überhaupt nichts gebracht. Das heißt, das wäre wahrscheinlich nicht die richtige Option. Das wäre natürlich praktisch, wenn ich hier einfach irgendwo ein blaues Portal hinmachen könnte und dann mich kurz durchlehnen und das blaue Portal verschieben. Das wird aber so nicht gehen. Da bräuchte ich ein drittes und dabei wird wahrscheinlich die Welt dann enden. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir noch nicht. Später vielleicht, jetzt erstmal noch nicht. Also ich schätze mal mit normaler Fallhöhe... Ich würde sagen, das ist wieder ein bisschen beefigeres Rätsel. Oder ich komme auf die offensichtliche Antwort nicht. Und die offensichtliche Antwort lautet... Offensichtliche Antwort lautet... Der Würfel muss sich ein bisschen Zeit lassen. Der Würfel... Ich brauche halt Zeit, den eventuell da reinzukriegen. Ihr könnt es natürlich mal probieren. Backup-Würfel ist da. Wir können aber natürlich sagen, der Würfel soll von da nach da. Dann fällt er da aber ins Meer. Also ins Säurefass. Wenn wir schnell genug da wären, wäre das hier eine super Sache. Ja, wir sind aber nicht schnell genug da. Kannst du nicht nochmal 9 Würfel machen, ohne dass ich auf den Knopf drücke? Dann kommt er perfekt oben an und dann habe ich das Geschieß hier nicht mit meinen eigenen Gedanken. Ja, so können wir direkt wieder ein Säurefass. Jetzt sehen wir aber endlich. Ich wollte doch gar nicht hier rauf. Irgendwie so in der Art könnte es doch klappen, oder? Vielleicht auch nicht. Und irgendwie muss man Strom ausmachen, wenn wir das denn brauchen sollten. So, das orangene Portal ist hinter mir. Kann ich irgendwas mutwillig zerstören? Nö. Ich habe Angst, dass das Katapult zu früh auslöst. So, das bringt nichts, wenn ich es dahin mache. Da habe ich keine Fläche. Das einzig Logische, was ich machen kann, ist es dahin setzen. Und dann komme ich halt da raus. Und dann habe ich hier keine Portalflächen, um irgendwas zu machen. Da habe ich natürlich Portalflächen.
Würfel liegt aktuell nicht da. Vielleicht sollte ich den einfach fangen und wir müssen den... Nee, das kann ja auch nicht sein. Es kann eigentlich nicht so schwierig sein, wie ich das hier schon wieder mache. Natürlich wäre es besser, wenn ich dann im Sekundentakt da einfach ein Portal hinbekomme. Also so klug ist das Spiel eigentlich schon, dass es das nicht zulässt. Also wir machen da nochmal ein blaues hin. Da ein orangenes. Wir gucken uns jetzt ganz genau an, was passiert. Der Würfel wird katapultiert und landet fast richtig. So weit, so gut. Wir können jetzt auch da hoch. Wir kriegen den Würfel aber nicht durch. Um den Würfel durchzukriegen, muss dieses scheiß Feld da aus sein. Oder wir müssen den hier hochschießen. Und hochschießen können wir ihn nicht wirklich, weil dafür braucht man das Katapult. Aber das Katapult braucht Strom. Und wir brauchen Strom fürs Katapult. Hier oben können wir nichts bewirken. Hier unten habe ich da eine Portalfläche, die mir so rein gar nichts sagt, was die mir denn bringen soll. Theoretisch muss ich den Strom ausmachen, das ist mir klar. Aber wenn ich den Strom ausmache, ist der Strom aus. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich könnte versuchen, hier ein bisschen zu springen. Das wird nichts helfen. Und über die Höhe hier, ich habe hier keine Portalfläche unten. So schnell bin ich ja nicht. Ihr müsst irgendwie von einer erhöhten Position jetzt zumindest fallen können. Und das kann nicht mal das kann ich. Und den Würfel können wir jetzt auch nicht einfach rüberschießen. Mensch, ich finde das gerade kompliziert. Na gut, ich würde jetzt hier tatsächlich einen Cut machen zu dem funktionierenden Versuch. Dann kann ich in Ruhe nachdenken und muss nicht die ganze Zeit... beinahe wäre ich wieder draufgegangen. Muss nicht die ganze Zeit hier dämlich rumlabern, bis ich die Lösung gefunden habe. Also, für euch macht es keinen Unterschied, aber ich brauche hier ein paar Minuten länger. Bis gleich. So. Dann wollen wir mal. Das Rätsel habe ich inzwischen, glaube ich zumindest, gelöst. Der Fehler war, den Würfel wegzuschießen. Den brauchen wir jetzt. Hui. So, den nehmen wir mit uns mit. Das sieht doch schon besser aus. Was wir jetzt machen, ist den Strom aus. Und dann können wir ihn einfach aufs Katapult legen, wenn wir ihn denn wiederfinden. Ach, der leuchtet ja ein bisschen. So, den müssen wir natürlich hier rauflegen, damit er dann gleich richtig platziert wird. Das Feld hat mich so irritiert da vorne, darum geht es hier gar nicht. So, jetzt nicht ins Wasserhindernis fallen. Jetzt wollen wir einfach das Portal hier hinsetzen, dann landet der Würfel ja schon richtig. Und dann machen wir das Orangene dahin. Einmal Strom an. Und hui. Hui. Wo ist der Würfel abgeblieben? Ich nehme einfach mal an, dass er da oben ist, obwohl ich ihn nicht sehe. Ansonsten kann ich das gleich nochmal versuchen. So, wir probieren natürlich jetzt mal dasselbe. Erstmal hier wieder hoch. Hui. Liegt der Würfel da? Nee, natürlich nicht. Dann würde ich sagen, mach mal... Achso, ich muss hier da oben sein. Manchmal bin ich dämlich. Manchmal bin ich dämlich. So. Jetzt nochmal da hoch. Wir brauchen auf jeden Fall den Würfel bei uns. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht gepasst hat. Her mit dem Würfel. Hui. So, den nehmen wir wieder mit. In Reichweite. Strom machen wir aus. Da wollen wir hin. Da nehmen wir den Würfel mit. So.
Liegt der richtig? Ich würde sagen, der liegt richtig. So, blaues Portal hier. Orangenes Portal, da oben hin. Schöner kann man das hier gar nicht platzieren. So, und jetzt einfach nur hier. Ja, und dann Strom an, bäm, Würfel oben. Das muss jetzt passen. Also jetzt habe ich den Würfel zumindest hüpfen sehen. Und jetzt ist auch offen. Der ist passend auf den Button gelandet. Na endlich. Na endlich haben wir es gelöst bekommen. Ah, shit. Wie kam ich jetzt nochmal da hoch? Einen Moment. Einen Augenblick. So, ich muss natürlich auch gesprungen kommen. Und ich kann hier runter. So. Jetzt die ganze Portal-Action hat mich so verwirrt. So, das passt alles. Wir haben den Ausgang erreicht. Ach, ist das schön. Ist das schön. Na, das sieht auch verschlossen aus hier. Ja, wieso versuche ich es denn? Das Spiel hat, glaube ich, keine Easter Eggs. Zumindest nicht in der Form. Da kann man ja den offensichtlichen Weg benutzen. Zumindest in den meisten Fällen wirkt er ganz offensichtlich. So, bitte nicht noch eine Testkammer heute. Ich bin leicht überfordert. Oh, schöner Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Aber sieht eher nach, ich würde sagen, Untergang aus. So, was muss ich denn hier machen? Fängt ja schon gut an. Da ist eine Portalfläche. Und hier sind überall Portalflächen. Oh, da hätte mein fetter Arsch beinahe nicht durchgepasst. This spire reaches from the bottommost parts of the facility all the way up to the surface. You certainly don't want to fall down that shaft. After you. Ja, dann wollen wir mal. Schön fancy hier drin, aber auch sehr unaufgeräumt. Ich schätze mal einfach die Treppe nach oben. Vielleicht schätze ich aber auch falsch. Nee, aktuell gibt's noch Öffnung in den Wänden. Öfter mal auch als Tür bezeichnet. Hier gibt's eine Ladesequenz. Na gut. Willst du dich öffnen? Sesam, öffne dich. Na gut. Wir haben da eine Portalfläche und da. Die kann ich schon nutzen, wenn ich sie denn erkenne. Wieder so dunkel hier. Mach mal Licht an. Eine Slideshow oder eine Diashow, die da rumläuft. Hat das jetzt was gebracht, hier zu sein? Wer weiß das schon? Wir probieren es einfach. Ja, das hat was gebracht. Die Tür kommt mir unbekannt vor. What a machine. Let's look for the input. Look for things that seem complicated. Das ist hier alles kompliziert. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.